Auf geht's! Tutorial 3. Was ist jetzt hier wieder los? It looks like this forward base has gone through a major dust storm. Die Nachwirkungen. Willkommen, Kommandant. Es sieht so aus, als wäre diese vorgelagerte Basis von einem Staubsturm erfasst worden. Es liegt an dir, sie wieder zu reparieren und sie für die ersten Kolonisten vorzubereiten. In diesem Tutorial erfährst du alles über Strom, Lebenserhaltungsnetzwerke, Gebäudewartung und den Bau deiner ersten Kuppel. Aber verkuppel dich nicht mit irgendwem oder verkuppel andere nicht. Das ist blöd. Das macht man nicht. Hier wird niemand verkuppelt. Let's remove some unnecessary structures. Ausschlachten von Gebäuden, eines nach dem anderen. Entfernen wir zuerst ein paar unnötige Gebäude. Der Betonextraktor hat das gesamte Vorkommen aufgebraucht und wird jetzt nicht mehr benötigt. Wir können daraus einige Baumaterialien zurückgewinnen. Kuppelt nicht, aber koppelt. Sehr gut. So, wir schlachten den Betonextraktor aus. Weil da kein Beton mehr ist. Now let's get that drone hub operational. Stromversorgung des Drohnenhubs. Hub, hub, Hubschrauber-Einsatz. Bringen wir jetzt den Drohnenhubschrauber zum Laufen. Wir müssen den Drohnenhubschrauber mit Strom versorgen. Die Ressourcen vom ausgeschlachteten Betonextraktor sollten für den Bau eines Solarkollektors ausreichen. Es wäre am besten, die zwei Gebäude mit den vorhandenen Stromkabeln zu verbinden, um nicht noch mehr Metalle für Kabel zu verschwenden. Versorge den Drohnenhubschrauber mit Hilfe des Solarkollektors mit Strom. War das jetzt ein Mitleidslachen oder echt witzig? Es war ein Mitleidslachen. Hast du wirklich was anderes erwartet? Super. Ach ja. Nein. Beides, das war nicht so ganz sicher. Okay. Baue einen Solarkollektor, um den Drohnenhubschrauber mit Strom zu versorgen. Platziere den Solarkollektor neben bereits bestehenden Kabeln, um ihn mit demselben Stromnetz zu verbinden. Ach nee, das war die falsche Taste. So, Strom, Solarkollektor und dahin. Ich auch nicht, meine Rangolds Witze kann man noch nicht ernst nehmen. Wäre dann noch etwas enttäuscht gewesen. Ja, das ist, dann, diese Enttäuschung wollte ich ja natürlich sparen. Also. We have some power, but it's not enough. Wir haben nicht genug Strom. Wir sollten den Drohnenhubschrauber priorisieren. Kannst die Priorität von Gebäuden manuell festlegen. Okay, Drohnenhubschrauber. Higher priority, my friend. Wir können die Maschinenparts left from the concrete extractor to build a wind turbine. Wir können aus den Maschinenteilen, die vom Betonextraktor übrig geblieben sind, ein Windrad bauen. Windräder sind eine gute Alternative zu Solarkollektoren, da sie Tag und Nacht funktionsfähig sind. Werden sie auf Anhöhen platziert, erzeugen sie außerdem mehr Strom. Dafür haben sie hohe Instandhaltungskosten und sie müssen öfter gewartet werden als Solarkollektoren. Baue ein Windrad. Ein Windrad. Da, 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 da. Even with the wind turbine, there won't be enough electricity to power the base, especially during the night. Selbst mit dem Windrad wird nicht genug Strom erzeugt, um die Basis zu versorgen, insbesondere bei Nacht. Solarkollektoren erzeugen nur tagsüber Strom und wir haben keine Akkumulatoren, um den Stromverbrauch bei Nacht auszugleichen. Mithilfe von Schichten kannst du Gebäude über Nacht automatisch abschalten. Es gibt drei Schichten, die erste Schicht, die zweite Schicht und die Nachtschicht. Gebäude benötigen nur während aktiver Schichten Strom, Ressourcen und Arbeiter. Okay, deaktivieren wir die Nachtschicht.
Keine Nacktschichten für euch. You managed to get things operational, but this won't last, as buildings require maintenance, and we are out of resources. Du hast es geschafft, die Basis ist funktionsfähig. Aber das wird nicht lange so bleiben, denn die Gebäude müssen gewartet werden und wir haben keine Ressourcen mehr. Gebäude müssen ungefähr alle 6 oder 7 Sols mit Ressourcen gewartet werden. Gebäude, die nicht gewartet werden, fallen aus und funktionieren erst wieder, nachdem sie repariert wurden. Zu Demonstrationszwecken haben wir einen Ausfall eines Solarkollektors simuliert. Drohnen kümmern sich automatisch um die Reparatur, wenn sich Metall in Reichweite des Kontrolleurs befinden. Untersuche den ausgefallenen Solarkollektor. Okay, ausgefallener Solarkollektor. Der Gebäudezustand verschlechtert sich mit der Zeit. Staub, bla bla. Er ist unterwegs, Gebäude zu Dingensen. We need more metals to secure this base. Use the RC transport to collect some metals and transport them back. Wir brauchen mehr Metalle, um diese Basis zu sichern. Sammle mit Hilfe des ferngesteuerten Transporters ein paar Metalle ein und bring sie hier zurück. Der ferngesteuerte soll kein Metallvorkommen auf der Oberfläche abbauen. Verwende ihn, um 20 oder 30 Metalle einzusammeln und bringen sie zurück zur Basis. Gott, war auch nicht gerade gut. Nö, meine müssen auch nicht gut sein. Ich bin einfach nur dafür seichte Unterhaltung. Und mal klappt's, mal nicht. Alles gut. So. Ich kann damit leben, weißt du. 2. Er ist da für die Flachwitze, so sieht's aus. Oder ich bin auch einfach nur da, das reicht manchmal auch. Einfach nur da sein. Ich kann auch auf 3 stellen, ne? Ich bin ein Held. Mein Gott, ist ja erschreckend. Einmal Strecke, so sieht's aus. Na 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 na. Resources are low. Resources are low. Deine Mutter ist low. Das ist das Einzige. So, wir haben unser Ding jetzt voll gemacht. So. Und jetzt wird das Ganze hier entladen. Bam. Und auf geht's. Ups. Ach so. Good job. Das machen die schon. However, we need more than just metals. Fortunately, we can call a resupply rocket from Earth. Wir brauchen mehr als nur Metalle. Glücklicherweise können wir eine Nachschubrakete von der Erde anfeuern. Was haben wir wieder für ein Glück hier? Nachschubraketen von der Erde sind die beste Möglichkeit, sich schon früh Ressourcen zu sichern. Dafür werden zwar Geldmittel benötigt, doch dein Sponsor sollte dir normalerweise genügend zur Verfügung stellen, um eine einfache Kolonie zu errichten. Alles klar. Mein Gott, haben wir wieder ein Glück. Wir können uns eine Frachtrakete gönnen. Und wir brauchen anscheinend Polymere. Wie viel brauchen wir? 20. Wir brauchen 20 Maschinenteile. Und wir brauchen 20 elektronische Geräte. Bam. Let's do some cleaning up around the base while we wait for the rocket to arrive. Ja, okay, also während wir auf die Rakete warten, sollen wir ein bisschen Platz schaffen. Die Überreste zerschütter und ausgeschlachteter Gebäude behindern den Bau neuer Gebäude. Um solche Überreste zu entfernen, musst du das Stilllegungsprotokoll im Bereich Ingenieurwesen erforschen. Machen wir das. Löschen. Haben wir das? Ich wusste gar nicht, dass wir das haben. Wie war nochmal hier? Talente? Hä? Talente. Wo waren denn nochmal Talente? Ah, hier, Forschung. Also, haben wir nicht. Okay. Kein Problem. Die Forschung haben wir ja. Ich lasse es mal ganz kurz laufen. Ich bin sofort wieder da.
Now, let's remove some of the unnecessary cables. So. Jetzt im Game, wenn du diese Nachricht nicht in den nächsten 10 Sekunden wegklickst, zerböllern wir den ganzen PC. Ja, ja, ja. So, Kabel und Rohre entfernen. Entfernen wir nun ein paar unnötige Kabel. Du kannst das Ausschlagfenster im Baumenü verwenden, um Kabel und Rohre zu entfernen. Außerdem bieten sie eine alternative Möglichkeit, Gebäude auszuschlachten. Öffne das Baumenü. Ausschlachtwerkzeug. Okay. Warte auf die Ankunft der Rakete. Ich habe ein paar Fluchtzwerge, damit ich gleich relativ schnell aus dem Stream rauskomme. Die helfen mir so ein bisschen. Die habe ich bei Escapists gekriegt. Falls jemand ein paar Fluchtzwerge sucht, müsst ihr Escapists kaufen. In fast jedem Kühlregal kriegt man Escapists mit Fluchtzwergen. So, die Rakete ist gleich da. 83%. Kann sie ja nur noch um Stunden halten. Ist ein schönes Spiel. Gefällt mir. Aha, da ist er beim Spiel. So, wo wollen wir sie denn hin? In der Nähe der Basis. Ja, wo ist denn in der Nähe der Basis? Ich weiß nicht. Ist das in der Nähe der Basis? Ach nee, das sieht kacke aus. So. Oh. Scheiße. Sauerei gemacht. Also, es ist nicht zu empfehlen, einen Fruchtzwergbecher in einen Fruchtzwergbecher zu stecken, wenn da noch ein ganz kleines bisschen unten drin ist. Das spritzt wie Sau. Ich weiß, klein und spritzen kennt ihr, aber ich mein's anders. Supplies from Earth have arrived, and we can use them to expand the base. Die Vorräte von der Erde sind angekommen. Wir können sie verwenden, um die Basis zu erweitern. Fangen wir mit einem Stromakkumulator an. Er erlaubt es dir, Strom für die Nacht oder für Notfälle zu speichern. Bedenke, dass Akkumulatoren eine begrenzte Maximalleistung haben. Einer reicht möglicherweise nicht aus, um alle Gebäude bei Nacht zu versorgen. Nein, nicht groß, klein.
Sympathisch, man kann sich unterhalten. Als Carsten hab gehört, du sprichst da von Erfahrung. Also, Carsten. Ach so. Ja, klar. Ich spreche da von Erfahrung. Logisch. Öffne Baum mit Platzieren, Schwarm, verbinde ihn mit dem Stromnetz. Dann baue ich ihn einfach hier hin. Easy. Frage ist halt immer, welche Relation zu klein hast du? Weißt du? Wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, 3800, guck zum Beispiel, 3800, ist das jetzt klein oder ist das groß? Sind 3,8 cm viel oder wenig? Ich weiß nicht, was sagst du? Ich meine, da kennst du dich ja besser mit aus. Also hast du ja geschrieben, nicht ich. Keine Ahnung. Ist ja immer so eine Relationssache. Wenn du nichts Größeres gesehen hast, dann sind 3,8 cm viel. Wenn du dir aber so ein Baby anguckst und dir denkst, oh fuck, der hat ja schon 4 cm, dann sind 3,8 gar nicht mal so viel, sondern eher wenig. Immer die Situation, mit was du dich vergleichst. Gegenüber einer Milbe wäre das wieder riesig. Gegenüber einem Elefanten würde ich sagen, vielleicht ein bisschen weniger, als man denkt. Water is essential for a sustainable Martian colony. Fortunately, there is a water deposit nearby. Wasser ist unerlässlich für eine nachhaltige Marskolonie. Glücklicherweise gibt es hier in der Nähe ein Wasservorkommen. Mann, wir haben in dem Spiel aber auch ein unverschämtes Glück. Das ist Wahnsinn. Bauen wir einen Wasserextraktor in der Nähe des Vorkommens. Alle Extraktoren müssen in der Nähe eines entsprechenden Vorkommens platziert werden. Vergiss nicht, ihn mit Strom zu versorgen. Eventuell musst du dafür mehr Gebäude zur Stromerzeugung bauen. Baue einen Wasserextraktor und versorge ihn mit Strom. Power it up. Okay, I will power it up. Ist das eigentlich angeschlossen? Das frage ich mich, weil der ist ja jetzt an keinem Knotenpunkt. Ist das trotzdem angeschlossen? Ich könnte jetzt was über Enten schreiben, lass es aber lieber. Ah, okay. Biene sagt gerade, zoom mal rein. Hier, das ist der Trick. So machen die das. Okay. Ah. Wie eine Muschelart, deren Loch es die Hälfte ihres Körpers ist. Loch es! Er hat Loch es gesagt! Okay, ich hab mich wieder eingekriegt. Loch es! Yogi lache. Biene, wie alt war Carsten nochmal? Ja, das war schwere Frage. 3. Wir gehen den noch mal ein bisschen Metall sammeln lassen. Geistig definitiv. Dankeschön. Wisst ihr, da will man einfach ein bisschen unterhaltsam sein.
bisschen Spaß rüberbringen, so. Was kommt von euch? Direkt. Junge! Ich mach dich Krankenhaus! Dein geistiges Alter ist so hoch wie das. Weißt du? Ja, ja. Nicht nett von euch. Nee, nee. So, wir bauen jetzt am besten noch ein paar Sachen hier. Beton. Okay, wir bauen jetzt noch ein Windrad. Ein Windrad. Noch ein Windrad und dann noch ein Solardingens. The water extractor is ready, but we don't have a storage for the water it will extract. Kapau! Kapau! Schlag in die Fresse, Alter. Ja, so sieht's aus. Also er kennt GOT, da rechne ich ihm noch plus 4, also 5,5. Er ist aber noch nie geschaut, also minus 0,5. Ich hab GOT geschaut. Das nur mal so am Rande, also. Aber schön, dass du es mir abziehst. Der Wasserextraktor ist bereit. Aber wir haben keinen Speicher für das Wasser, das extrahieren wird. Wir benötigen Wasser für Kuppeln, Farmen und die Polymerproduktion. Da wir vorerst noch nichts davon haben, können wir es in einem Wasserturm speichern. Goll. Speicher sind wichtige Sicherheitsmaßnahmen, da sie deine Kolonie mit Wasser, Sauerstoff und Strom versorgen, wenn ein Erzeuger ausfällt oder aufgrund einer Katastrophe nicht mehr funktionsfähig ist. Okay, also brauchen wir hier einen Speicher. Und der Speicher bekommt ein richtig dickes Rohr ran, um das Wasser hier zu speichern. Braucht der Strom? Nee, ne? Er braucht keinen Strom. Er hat Dark Souls durchgespielt. Wie berechnest du das? Das sind mir jetzt zu viele Zahlen. Ich nehme eben meine Medizin. Rechnung Ende. Carsten, 32 Jahre alt, geistig 5,5 unterschrieben, Dr. Yaugi. Ich habe auch Sekiro durchgespielt, will ich nur noch mal so sagen. Ihr seid alle nicht nett. Nein, nein, nein. Und Anno 1800. Und Siedler 7. Und Siedler 6. Time has finally come to build the first dome that will house our colonists. Es ist endlich soweit, dass wir die erste Kuppel für unsere Kolonisten bauen können. Kuppeln sind riesige Gebäude zur Unterbringung von Kolonisten. Du kannst viele Gebäude innerhalb einer Kuppel bauen. Manche benötigen für den Betrieb Kolonisten. Kuppeln bieten nur begrenzt Platz. Sie können jedoch mit Durchgängen verbunden werden, um große Komplexe zu bilden. Denk daran, du kannst ferngesteuerte Transporter einsetzen, um Metalle abzubauen und Nachschubraketen anfordern, falls du fortschrittliche Ressourcen benötigst, um die Kuppel fertigzustellen. Baue eine Standardkuppel, da dieser Vorgang viel Zeit in Anspruch nimmt, kannst du ihn mit Hilfe einer Temposteuerung beschleunigen. Das ist aber nett, dass ich das kann. Das ist aber nett, du. Das ist nett. Bam. Und wenn ich das richtig verstehe, muss diese Kuppel mit einem dicken Rohr verbunden werden. Und Strom braucht die doch bestimmt auch, oder? Wo sehe ich das denn, ob die Strom braucht? Beton haben wir, da haben wir auch, das haben wir auch, okay. Dickes Rohr! Carsten ist 32 Jahre alt, macht einen übertrieben guten Job. Da rechnen wir doch noch 26,25 Jahre obendrauf.
Ich bin keine 32, du Arschkopf. Ich glaube, es schneit. 33, Mutter, Alter. Ja, okay, ich komm gleich durch die Kamera zu dir. Knackige 22, danke, Massive. Guck mal einer an. Guck mal einer an. So, Massive, du bist zu Recht VIP. Ja, will ich jetzt nur mal hier sagen. Dankeschön. Du hast letzte Woche 32 gesagt. Was? Wo habe ich letzte Woche 32 gesagt? The fuck? Das musst du mir aber mal im Stream zeigen. Wo soll ich denn bitte 32 gesagt haben? Achso, das dauert ja lange. Ich soll beschleunigen. Upsa. Für Steffi. Ja, genau. Wir gehen. Offenbar sind wir nicht... Nein, du bist nicht willkommen. Yaugi hat einen Bonus. Okay? Yaugi hat einen Bonus. Der hat gesubbt. Du nicht. Du bist nicht willkommen, mein Freund. Yaugi hat gesubbt. Du nicht. Der darf sowas sagen. Ich meine, Emotes habt ihr alle nicht. Ja, das ist die Strafe dafür. Okay, tschüss. Du sagst immer nur, dass du subst, aber tust es am Ende nicht. Will ich mal so sagen. Das ist schon ganz schön unfair. Aber gut. Ist ja eh egal. Will ich ja auch gar nicht. Müsst ihr ja auch alle gar nicht. Ich will eigentlich nur, dass diese scheiß Subs jetzt hier endlich reinkommen. Aber das kriegen wir auch irgendwie nicht hin. Das darf einfach nicht. Weiß nicht warum. Wir kriegen unsere Sub-Emotes einfach nie. Ich glaube, wenn das... Wann habe ich das gemacht? Habe ich das gestern gemacht oder habe ich das am Dienstag noch gemacht? Mit den Emotes. Ich glaube, ich habe das am Dienstag gemacht. Dienstag im Stream, genau. Rausgenommen und wieder rein. Okay, das heißt, es müsste eigentlich morgen da sein. So, spätestens. Eigentlich. Eigentlich ist das ein Abfuck, dass das einfach nicht geht. Ich hab extra richtig geguckt, dass das flott klappt und dann werden die Emotes einfach nicht angenommen. Und ich habe ja auch keinen Ansprechpartner oder so. Keine Ahnung, was das soll. Kuppeln, Wasser, Strom und Sauerstoff. Die Kuppel wurde fertiggestellt, aber wir müssen sie noch mit Wasser, Strom und Sauerstoff versorgen, bevor wir sie verwenden können. Kuppeln benötigen lebenserhaltende Systeme, dazu zählen Wasser, Strom und Sauerstoff. Verbindet die Kuppel mit dem vorhandenen Strom- und Wasserinfrastruktur. Dafür benötigt sie eventuell zusätzliche Stromerzeuger. Die Sauerstoffproduktion erfordert den Bau eines MOXI, mit dem Sauerstoff aus Kohlendioxid in der Marsatmosphäre extrahiert werden kann. Schließe das MOXI mit Hilfe von Rohren an die Kuppel an, sobald es bereit und mit Strom versorgt ist. Okay. Also, als erstes, das haben wir schon. Strom. Strom an die Kuppel. So. Und dann bauen wir noch ein MOXI. Können wir eigentlich... Ah, da muss ich da so einen Knotenpunkt bauen, ne? Warte. Wie kann ich denn einfach nur einen Knotenpunkt bauen? Thank you.
Oder ist das jetzt trotzdem... Ach, das ist trotzdem verbunden, ne? Okay, das ist trotzdem verbunden. Okay. Ich denke immer, man braucht diese Knotenpunkte zum Verbinden. Das scheint aber nicht so zu sein. So, jetzt brauchen wir noch ein Rohr. So. So, wieder da. Willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist, Rangold. Freut mich. Freut mich sehr. Doch, muss ich sagen, wenn du da bist, dann sehr schön. Gut gemacht. Du hast die Simulation erfolgreich abgeschlossen. Du hast gelernt, wie man mit Strom, Wasser und Sauerstoff umgeht. Darüber hinaus weißt du jetzt auch, wie die Wartung funktioniert. Du kannst jetzt eine einfache Kolonie für die erste menschlichen Pioniere auf dem Mars errichten. Im nächsten Tutorial erfährst du alles über Kolonisten und ihre Bedürfnisse. Das nächste Tutorial machen wir beim nächsten Stream am Montag. Ich würde sagen, wir spielen das Spiel weiter. Mir macht das Spaß. Am Montag spielen wir das Spiel weiter.